Guten Tag, Herr Raffi. Zu Ihrer Frage bezüglich des Verfassungsschutzberichtes und seiner Wirkung erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Der Verfassungsschutzbericht hat eine positive Neuerung, die ich und mein Büro ganz besonders begrüßen. Seit der Streichung der ungerechten und überfälligen Streichung der Volksmudschahedin und des Nationalen Widerstandsrates von der Liste der EU-Terrorliste haben wir festgestellt, dass die Verfassungsschutzorgane ihre ungerechte Überwachung, ihre Stigmatisierung dieser Oppositionsgruppen in den letzten Jahren beendet haben und dass sie sich nun endlich der eigentlichen Gefahr unserer Verfassung zuwenden, nämlich den Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes Wawak. Darum ist auch in diesem Bericht von 2011 ein nicht langes, aber sehr wichtiges Kapitel über die Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes. Wir wissen inzwischen alle, dass der Geheimdienst Wawak eine ganze Menge von Aktivitäten entwickelt, und zwar ausgehend von der iranischen Botschaft in Berlin. Das hat selbst in einem Fernsehinterview der Botschafter Sheikh Atta relativ unverblümt zugegeben, dass man hier Aktivitäten für ganz Europa entwickelt. Ich möchte Ihnen nun diese Aktivitäten aufschlüsseln. Die wichtigste Aktivität des Geheimdienstes ist die Überwachung, die Bedrohung der 50.000 Mitglieder großen iranischen Gemeinde in Deutschland. Und die besteht eben zum großen Teil aus Mitgliedern dieser genannten Gruppen, aber auch natürlich aus anderen Menschen iranischer Herkunft, die hier in Deutschland leben, weil sie es in ihrem Heimatland nicht mehr ausgehalten haben. Dieser Druck, diese Verfolgung, diese Überwachung des iranischen Geheimdienstes hat nur ein Ziel, nämlich die Erhaltung seines eigenen Systems, indem man auch die dort im Ausland lebenden Iraner massiv unter Druck setzt, nichts gegen das Regime in Teheran zu unternehmen. Dieser Einfluss oder dieser Druck auf diese Menschen geht weiter in die Verbände, in die Organisationen, in die Moscheen und die Kulturvereine, die das Regime in Deutschland gegründet hat und über die es direkten Einfluss auf die Schiiten in Deutschland nimmt. Das gipfelt zum Beispiel in einem Umzug in Berlin anlässlich des jährlich stattfindenden Kutschtages, dieses Tages, der von Ayatollah Khomeini erfunden wurde und der die Welt immer wieder dazu aufrufen soll, den Staat Israel zu beseitigen bzw. Jerusalem zu befreien. Und anlässlich dieses Tages ziehen dann durch Berlin, auf dem Kurfürstendamm knapp 800, 900 Menschen, die allesamt verfassungsfeindliche Parolen von sich geben, und diese Veranstaltung wird unterstützt von Links- und Rechtsradikalen aus Deutschland. Sie wird unterstützt von Hamas- und Hisbollah-Anhängern und sie wird finanziert und organisiert von der iranischen Botschaft. Es ist ein Unding und es ist eine Schande, dass so etwas in Deutschland stattfinden kann. Zu den weiteren Aktivitäten, die einen sehr großen Umfang einnehmen, des iranischen Geheimdienstes, sind seine Einflüsse auf die öffentliche Meinung. Dazu betreibt er zum Beispiel im Haus der Bundespressekonferenz die staatliche Fernseh- und Rundfunkagentur IRIP. Es ist schon ein Unding, dass in einem Haus, in dem die freie Presse arbeitet, der Iran seine Aktivitäten, seine Propaganda, seine Lügengeschichten verbreiten kann. Aber die Demokratie ist eben offen und leider, das nun auch zum Verfassungsschutzbericht schon vorweg gesagt,
ist der Fehler. Der Verfassungsschutz überwacht zwar die Aktivitäten des Iran und er stellt auch fest, dass er in jeder Hinsicht tätig ist und seine Propaganda verbreitet, aber er unternimmt nichts dagegen. Es ist vielleicht auch nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, aber die anderen Organe, wie die Polizei, wie die exekutiven Organe, die eben die Verfassung auch schützen müssen, aufgrund der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, müssten eigentlich schon längst überlegt haben, wie man die Aktivitäten der sogenannten Islamischen Republik Iran eingrenzen kann. Es kann nicht sein, dass hier in Deutschland eine ausländische Macht über ihren Geheimdienst Menschen, die deutschen Pass haben, aber iranischer Herkunft sind, verfolgt, bedroht und massiv unter Druck setzt. Die Morde, die in den 80er Jahren, 90er Jahren noch an der Tagesordnung waren, sind sicherlich nicht mehr da. Aber wir wissen, dass der iranische Geheimdienst Familien, die zum Beispiel in den Iran reisen wollen, massiv unter Druck setzt, zur Mitarbeit bereit zu sein. Diese Aktivitäten sind ganz eindeutig Verstöße gegen die Grundrechte dieser Menschen und damit auch zu verfolgen. Und das müsste auch wirklich passieren. Und leider passiert es eben nicht. Aber zu Ihrer Frage, wie ist dieser Bericht insgesamt einzuschätzen? Der Bericht hat die positive Seite, dass er die Opposition, die in Deutschland ihre Aktivitäten entfaltet, nicht mehr verfolgt, nicht mehr überwacht und auch nicht mehr stigmatisiert. Er hat den Vorteil, dass er sich inzwischen konzentriert auf die Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes, die sehr vielfältig sind. Ich will Ihnen noch ein, zwei Beispiele nennen. Es gibt auch Zusammenarbeit iranischer Organe, Institute aus Teheran, Universitäten aus Teheran mit deutschen Hochschulen. Zum Beispiel gibt es einen Austausch zwischen der religiösen Fakultät, der christlichen Fakultät in Potsdam mit einer iranischen Fakultät über religiöse Fragen. Und wenn man das genau beguckt und anschaut, wird man feststellen, dass da kein wirklicher Austausch stattfindet, sondern allein der Versuch des Iran gemacht wird, auf deutsche Meinungsbildung Einfluss zu nehmen und das auf ganz massive Art. Auch auf die Universitäten gibt es solche Aktivitäten ausgerichtet, indem man versucht, mit Geld Assistentenstellen zu finanzieren, in iranische Institute einzudringen, Posten zu übernehmen und damit der Manipulation quasi freien Lauf zu lassen. Und das ist nun wirklich auch eine wichtige Aufgabe unserer Organe, diesen Einflussmöglichkeiten einzugrenzen und seine Informationen, die sicherlich viel detaillierter sind als das, was im Verfassungsschutzbericht steht, den einzelnen Institutionen in Deutschland, den Universitäten, den Zeitungen, den Presseagenturen, den Politikern im Bundestag offenzulegen, welche Aktivitäten der WEWAG in Deutschland entwickelt und damit auch dazu beizutragen, dass diese Organe wie das Parlament, wie die Regierung, wie die Hochschulen sich davor schützen können und dass er entsprechende Hinweise gibt, wo und wer für den iranischen Geheimdienst tätig ist. Bisher erfolgt dies nicht und insofern ist der Verfassungsschutzbericht ein Anfang, aber es ist zu wenig, um uns vor diesen verfassungsfeindlichen Aktivitäten des WEWAG zu schützen.